Das Titel Revision Nachrichtendienstgesetz, das NDG, von dem haben wir schon ab und zu gesprochen bei uns in der digitalen Gesellschaft. Und eben von diesem NDG und von Umgang mit Grundrechtsverletzungen. Der Redner heute Abend ist Florian Schweri. Er ist Jurist, arbeitet in Genf bei der UNIA, hat vor wenigen Jahren aber seine Masterthesis geschrieben zu genau dieser Frage, wie ist dieser Umgang, die rechtliche Verankerung vom Nachrichtendienstgesetz, wie ist die Situation auch im Vergleich zu den europäischen Menschenrechtskonventionen. Also ein sehr aktuelles und wichtiges Thema, in dem sind viel Vergnügen und die Bühne ist frei für dich. Vielen Dank, Jörg, für die Einleitung. Liebe alle, guten Abend. Es freut mich sehr, so viele Leute hier zu sehen für dieses Vortrag zu den geplanten Verschärfungen des Nachrichtendienstgesetzes. Es ist ja ein ziemlich komplexes Thema, aber ich werde es versuchen, möglichst einfach darzustellen. Und dafür gibt es schon auf dieser Folie, finden Sie die Abkürzungen, die ich benutzen werde. Und wie Jörg gesagt hat, habe ich meine Masterarbeit zu diesem Thema gemacht. Besonders die Vereinbarkeit des schweizerischen gesetzlichen Rahmens mit der EMRK. Aber die erste Version des Nachrichtendienstgesetzes war schon das Thema meiner Maturaarbeit im Jahr 2016. Also seit etwa 8 Jahren befasse ich mich mit diesem Gesetz, also eine lange Liebgeschichte. Und noch etwas Wichtiges, das Jörg nicht gesagt hat, ich komme aus Genf, das sage ich nicht wegen Kantonalismus, sondern wegen der Sprache, weil meine Muttersprache also Französisch ist. Also für allfällige kleine Sprachfehler bitte ich Sie um Verständnis. Es ist ja relativ anstrengend, einen 30-minütigen juristischen Vortrag auf Deutsch zu halten. Aber so viel zu mir jetzt zum heutigen Thema. Das Nachrichtendienstgesetz, nämlich NDG, wurde im Jahr 2016 vom Volk angenommen nach einem Referendum und tritt per 1. September 2017 in Kraft. Und sehr schnell wurden seitens VBS Anpassungen gefordert und 2020 wurde es mitgeteilt, dass eine Arbeitsgruppe gegründet werde, um eine Revision des Gesetzes vorzuschlagen. Und diese Revision wurde im Juni 2022 ins Vernehmlassungsverfahren geschickt und 3 Monate später, im September 2022, wurden dazu fast 1200 Seiten Stellungnahme beim NDB eingereicht. Und deshalb heute, 1,5 Jahre später, warten wir immer noch auf den Ergebnisbericht der Vernehmlassung. Es gab aber auch von unserer Seite eine Arbeitsgruppe, namentlich die NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz, die aus 100 Mitgliedern besteht. Und der Grund dafür ist natürlich, das ist, wie gesagt, ein ziemlich komplexes Thema und der Gesetzentwurf war etwa 33 Seiten lang und viele interessierte Organisationen hatten einfach nicht die Ressourcen, um eine eigene detaillierte Antwort zu verfassen. Und deshalb hat diese nationale Arbeitsgruppe eine Musterantwort vorbereitet und den interessierten Organisationen verbreitet. Natürlich haben dann die einzelnen Organisationen gewählt, welche Aspekte sie aus der Mustervorlage nehmen, wo sie Anpassungen machen und so weiter. Aber da wir Juristinnen sind, war es uns wichtig, eine juristisch solid dokumentierte Antwort vorzubereiten. Und das haben wir mit einer 42-seitigen Antwort gemacht, mit etwa 70 Fußnoten und noch 2 Seiten Rechtsbibliografie am Ende, also wirklich etwas solid. Diese Revision, wie sie der Bundesrat jetzt plant, kann folgendermaßen zusammengefasst werden. Also mehr Leute überwachen mit mehr Überwachungsmaßnahmen und weniger gerichtliche Kontrolle. Also eine tolle Fassung dieses neuen Gesetzes. Und mein Ziel heute Abend ist es, Ihnen zu den geplanten Verschärfungen einen Überblick zu geben. Natürlich können wir nicht alle ins Detail gehen, aber einfach, dass Sie einen Überblick dazu haben. Noch ein Wort dazu. Dass das Gesetz verschlechtert werden soll, bedeutet nicht, dass wir heute ein gutes Gesetz hätten. Es bedeutet einfach, dass es noch schlechter wird und eigentlich ist sowohl der aktuelle Rechtslage als auch der geplante Vorlage stellen schwerwiegende Risiken von Menschen- und Grundrechtsverletzungen. Und
In diesem Vortrag werden wir folgende Fragen also kurz ansehen. Wer soll künftig überwacht werden? Mit welchen Überwachungsmaßnahmen? Wie werden die Kontrollen geschwächt? Und dann noch ein paar Perspektiven und Fragerunde. Es gibt noch natürlich, wie gesagt, weitere problematische Punkte, die wir aber nicht in der erlaubten Zeit leider nicht angehen können. Aber auf der Website werde ich noch die Folien sowie unsere detaillierte Musterantwort zur Verfügung stellen, falls Sie noch tiefer ins Detail gehen möchten. Also zu den Personen. Ein wichtiger Punkt dieser Revision ist die Ausweitung der genehmigungspflichtigen Beschaffungsmaßnahmen auf den gewalttätigen Extremismus. Und da stellt sich schon die Frage, wie ist die Legaldefinition des gewalttätigen Extremismus im Sinne des NDGs? Weil es ist natürlich eine wesentliche Frage im Gesetzgebungsprozess. Was muss das Gesetz lösen? Was wollen wir mit so einem Gesetz erreichen oder bekämpfen? Und besonders im Rahmen geheimer Überwachungen hat diese Anforderung besondere Wichtigkeit. Genau weil es geheim erfolgt und weil es komplizierter ist, also die Richtigkeit der Maßnahmen zu kontrollieren. Es ist nicht nur logisch, sondern auch juristisch geboten, weil Sie wissen, dass wahrscheinlich Artikel 8 EMRK schützt das Recht auf Privatleben und jede geheime Überwachung führt zu einem Eingriff in dieses Recht. Und muss daher klar vorhersehbar und besonders präzise in einem Gesetz vorgesehen sein, mit einer Auflistung der Bedingungen, unter welchen die Behörde eine Person überwachen dürfen. Und da der Artikel 19 Absatz 2 des NDGs beschreibt den gewalttätigen Extremismus so, wie Bestrebungen von Organisationen, welche die demokratischen und rechtsstaatlichen Grundlagen ablehnen, und zum Erreichen ihrer Ziele Gewalttaten verüben, fördern oder befürworten. Was das konkret bedeutet, ist noch eine offene Frage. Aber was sicher ist, ist, dies ist eine reine Beschreibung und keine Legaldefinition. Und das sage nicht ich, das sagt der Bundesrat. Schon in seiner Botschaft zum Bundesgesetz über Maßnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit hat er Folgendes geschrieben im Jahr 1994, das Gesetz vermeidet bewusst eine Legaldefinition dieser Begriffe. Und es ist heute noch so, in der Botschaft zum NDG schrieb der Bundesrat, Artikel 19 Absatz 2 konkretisiert in gewisser Weise die in Artikel 6 aufgeführten Aufgabengebiete des NDB, jedoch nicht im Sinne von Legaldefinitionen. Fazit, der Bundesrat hat immer darauf verzichtet, eine Legaldefinition dieser Begriffe vorzunehmen. Und es gibt also keine gesetzlich für Gerichte sowie NDB verbindliche Legaldefinitionen des Extremismus und infolgedessen ist dieses Gesetz mit den Anforderungen der EMRK und der Rechtsprechung des EGMR nicht vereinbar. Dies ist heute schon der Fall mit diesen Überwachungen im Bereich Terrorismus, ein Begriff, der ebenfalls nicht definiert ist. Aber diese schon unklare und problematische Lage darf nicht noch auf weitere Bereiche wie Extremismus erweitert werden. Eine andere Kategorie sind die Ärztinnen, Rechtsanwältinnen, Pfarrerinnen, Journalistinnen und so weiter. Also die Leute, die vom Berufsgeheimnis geschützt sind. Der NDB darf so eine Person nur überwachen, wenn sie selbst eine direkte Bedrohung darstellt. Er darf aber diese Personen nicht als Dritte überwachen, beispielsweise einen Anwalt überwachen, um Daten bezüglich Klienten zu erheben. Dies ist aufgrund natürlich des Berufsgeheimnisses konsequent und richtig, da es in der ganzen Rechtsordnung gilt, das Berufsgeheimnis, auch für Nachrichtendienste, obwohl sie sich manchmal daran nicht erinnern. Künftig möchte aber der NDB solche Leute auch als Dritte überwachen dürfen. Und es wäre geplant, dass die Daten unter Leitung des Bundesverwaltungsgerichts aussortiert und gegebenenfalls vernichtet werden. Die Frage ist auch, was damit gemeint ist. Weil natürlich, wenn ein Arbeitnehmer des NDBs die Daten aussortiert und erst danach den Stempel von Gericht einholt, erfolgt es ja unter Leitung des BVGR,
wäre aber total unnötig, da der NDB schon von den Daten Kenntnis genommen hätte. Also die Formulierung unter Leitung ist deshalb viel zu vage. Und insbesondere bezüglich Rechtsanwältinnen ist dies noch problematischer, weil eine Anwältin kann auch in andere Verwaltungsverfahren vor dem BVG involviert werden. Und das BVG könnte also durch die Aussonderung in der Überwachung Daten zu den anderen laufenden Verfahren erhalten, in denen die Anwältin involviert ist. Also Fazit: vom Berufsgeheimnis geschützte Personen dürfen in keiner Weise überwacht werden. Und es müsste mindestens und unbedingt eine weitere Regel hinzugefügt werden, in dem Sinne, dass der Richter, der die Aussortierung macht, für jegliche weitere Verfahren in den Ausstand treten muss. Das wäre so ein Minimal. Jetzt aber, wie könnte der NDB die Leute überwachen? Gemäß des Gesetzesvorlage sollen GBM, also genehmigungspflichtige Beschaffungsmaßnahmen, im Falle einer konkreten Bedrohung wichtiger internationaler Sicherheitsinteresse auch auf Ersuchen ausländischer Staaten angeordnet werden. Und das Problem ist aber, dass diese Staaten im Vergleich zur Schweiz eine sehr unterschiedliche Definition, obwohl es in der Schweiz, wie gesagt, keine Legaldefinition gibt, aber eine unterschiedliche Verständnis der Sicherheitsinteressen oder des Terrorismus oder des Extremismus oder was auch immer haben können. Und die Anordnung von GBM auf Ersuchen ausländischer Staaten steht also in einem Spannungsfeld zur Unabhängigkeit bzw. Neutralität der Schweiz. Weil solche Maßnahmen könnten, wie auf der Folie, angeordnet werden, wenn eine Absage zu negativen Reaktionen der betroffenen Staaten führen könnte. Und was damit gemeint ist, ist auch eine offene Frage. Das ist vielleicht mein Motto heute Abend. Es gibt viele offene Fragen mit dieser Revision. Und die Schweiz könnte sich so erpressbar machen, wenn diese Drittstaaten der Schweiz Reduktionsmaßnahmen androhen würden. Aber auch für rein inländische Überwachungen gibt es natürlich Probleme. Zurzeit erlaubt das Gesetz, dass Ortungsgeräte angewendet werden können. Dies gilt heute als genehmigungspflichtig. Dazu herrscht da ein Ortungsgerät, die Lokalisierung der Person 24 Stunden pro Tag erteilt, dem NDB auch dadurch ermöglicht, viele Informationen zur Person zu sammeln. Es ist wie mit den RAN-Daten bei Telefonanschlüssen eigentlich, damit kann ein Profiling gemacht werden. Und das aktuelle Gesetz sieht aber auch eine Maßnahme vor, die keine Genehmigung bedarf, nämlich die Beobachtungen im öffentlichen Raum. Der NDB kann dabei auch Bild- und Tonaufnahmen durchführen. Dies ist an sich schon problematisch, dass jemand beobachtet und aufgenommen wird, auch im öffentlichen Raum. Ohne richterliche Genehmigung birgt ein erhebliches Missbrauchpotenzial natürlich, da nur die GBM nachträglich der überwachten Person mitgeteilt werden, bedeutet diese Einstufung der Beobachtung als nicht genehmigungspflichtig. Es bedeutet auch, dass die Person nie davon erfahren wird und diese Ahndung des NDBs vor einem Gericht auch nicht prüfen lassen kann. Also die Beobachtung sollte eigentlich als GBM gelten. Aber mit dem neuen Gesetz gibt es noch eine weitere Konstellation, wo die Beobachtung mit einem Ortungsgerät durchgeführt wäre. Und in dieser Konstellation bräuchte der Einsatz von Ortungsgeräten keine Genehmigung mehr. Und es ist natürlich ein Rückschritt. Also, so viel zu Ortungsgeräte und Beobachtungsmaßnahmen. Es gibt aber noch weitere Maßnahmen, beziehungsweise zu Bankenbeziehungen, Überwachung von Bankenbeziehungen. Wir haben aber keine Zeit, um das noch zu diskutieren, aber es ist fast eine schrankenlose Überwachung der Bankbeziehungen zwischen Leuten. Es kann auch Anwältinnen und so weiter betreffen, also wirklich ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte. Jetzt muss natürlich auch das Ganze kontrolliert werden. Es gibt aber ein ziemlich großes Problem. Zum Bundesverwaltungsgericht, weil laut Artikel 29 fortfolgende erteilt das Bundesverwaltungsgericht die Genehmigung zur Durchführung einer genehmigungspflichtigen Beschaffungsmaßnahme. Laut Artikel 83
kann aber gegen diese Genehmigung später Beschwerde erhoben werden, aber genau beim BVG. Und das ist ein inakzeptabler Interessenskonflikt. Und falls die Daten wegen Berufsgeheimnis aussortiert wurden, wurde es auch unter Leitung, wie gesagt, des BVG erfolgt. Und sofern die Person, die in der Vergangenheit ihr Recht auf indirekte Auskunft zu Personendaten geltend gemacht hat, wäre es immer das BVG gewesen sein, welches über ihren Antrag entschieden hat. Es gibt also eine Machtkonzentration beim Bundesverwaltungsgericht, weil er eigentlich alles macht und das darf nicht sein in einem Rechtsstaat, dass ein Gericht sich selbst kontrolliert. Weil genau dafür gibt es Gerichte, damit sie unabhängig sind. Da ist aber das BVG zu stark im Voraus involviert, um eine glaubwürdige Beschwerdeinstanz darzustellen. Das BVG hat eigentlich selbst diesen Interessenkonflikt im Vernehmlassungsverfahren zur ersten Fassung des NDG bereits angesprochen und er hat selbst vorgeschlagen, die Zuständigkeit für Beschwerden gegen Überwachungsmaßnahmen einem anderen Gericht zu übertragen. Er hat vorgeschlagen, das Bundesstrafgericht. Also, dass ein Gericht selbst sagt, wir wollen diese Kompetenz nicht, das macht schon deutlich, dass es ein ziemlich kritischer Punkt ist. Und dass der Bundesrat es nicht gehört hat, ist noch kritischer. Aber damit eine Beschwerde erhoben werden kann, muss natürlich die Person informiert werden und die Mitteilung an die betroffene Person nach Abschluss der Überwachung ist deshalb ein wesentliches Element in einem Rechtsstaat. Weil ohne nachträglich über die Überwachung informiert zu werden, hat die Person keine wirksame Beschwerdemöglichkeiten im Sinne von Artikel 13 EMRK. Und sie kann auch also mögliche Verletzungen ihres Rechts auf Privatsphäre oder andere Rechte weder feststellen noch beheben lassen. Und es führt dazu, dass der NDB so ein Blackbox ist. Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht aber auch die Möglichkeit eines endgültigen Verzichts auf die Mitteilung vor. Und das muss man ganz stark kritisieren. Der dauerhafte Verzicht auf die Information ist gemäß bundesgerichtlicher Rechtsprechung unzulässig. Was bedeutet, dass dieses Gesetzesentwurf darauf zielt, eine Rechtsprechung des Bundesgerichts umzugehen. Und möglich ist einzig ein kurzer, befristeter Aufschub der Mitteilung. Der Aufschub kann natürlich bei Bedarf verlängert werden, jeweils auf 3 Monate. Und das ist zentral, da es der NDB dazu verpflichtet, eine konstante Analyse der Rechte der betroffenen Person zu führen. Und diese Dauer soll leider mit dem Entwurf von 3 auf 6 Monate ausgedehnt werden, aber angesichts der Schwere des Eingriffs in die Rechte der betroffenen Person ist dies klar unangemessen, weil eine regelmäßige Kontrolle in kurzen Abständen ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass eine Mitteilung nicht vergessen geht und die Rechte der betroffenen Person gewahrt werden. Also jetzt mit dieser erfreulichen Sache ein bisschen zu den Perspektiven. Sie haben so einen Überblick in die geplanten Verschärfungen des NDGs erhalten. Was können wir, was können Sie dagegen tun? Es gibt, wie in der Einleitung gesagt, eine nationale Arbeitsgruppe der NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz. Diese bereitet eine Kampagne vor zu diesen geplanten Angriffen gegen unsere Grund- und Menschenrechte. Noch ein wichtiger Punkt zu dieser Revision. Es gab vor kurzem Probleme in Cyberabteilung des NDBs und dazu gab es eine administrative Untersuchung. Der Bericht dazu ist natürlich klassifiziert, aber es ist schon bekannt gegeben worden, dass die wichtigsten Punkte noch Teil der Revision sein werden. Und dies verschiebt aber auch ein bisschen das Ganze. Aber voraussichtlich wird es noch vor dem Sommer dazu eine zweite Vernehmlassungsverfahren geben. Also unsere Gruppe arbeitet laufend zu diesem Thema
und wir würden uns natürlich sehr freuen von Ihrem Interesse. Wir haben noch keine Website, aber ein paar Dokumente finden Sie schon auf humanrights.ch mit dem QR-Code oder mit dem Link, der auf der Folie steht. Und gerne können Sie auch mit mir oder mit Tarek Nagib, der Koordinator dieser Arbeitsgruppe ist, Kontakt aufnehmen. Und wir werden Sie sehr gerne in unserem Verteiler aufnehmen, damit Sie die Informationen zu diesem Thema erhalten. Und Sie können auch natürlich auch davon mit anderen Leuten sprechen. Ich weiß, das ist ein ziemlich kompliziertes Thema, sehr technisch. Aber genau deshalb ist es aber ziemlich wichtig, auch im Voraus das zu thematisieren und darüber zu reden. Und genau darüber zu reden, möchte ich jetzt die Fragerunde öffnen. Herzlichen Dank, ein sehr spannender Vortrag und sehr gut erklärt und also auch zeitlich sehr gut eingehalten, beeindruckt. Und das trotz einer Sprachbarriere, ich in Französisch, das wäre nach 30 Sekunden im Desaster geendet. Die Runde ist frei für Fragen. Es hat dort ein Zahlmikrofon. Gibt es schon einen zeitlichen Ablauf mit den Vernehmlassungen, zweite Runde, wie das weitergehen wird? Das ist noch kompliziert zu sagen, aber normalerweise im ersten Semester 2024 die zweite Vernehmlassung lancieren. Danach dauert es normalerweise 3 Monate. Danach müssen Sie noch einen Ergebnisbericht dazu machen. Und wie gesagt, seit 1,5 Jahr haben wir immer noch nicht das Ergebnisbericht zur ersten Vernehmlassung. Also er wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit nehmen. Aber dann geht es alles in einem Botschaft, in einem Gesetzentwurf beim Parlament. Wahrscheinlich vielleicht Anfang 25 oder so. Anfang 25. Und ist schon klar, ob es zuerst in Ständerat oder Nationalrat geht? Nein, das ist das auch noch nicht klar. Okay. Klar. Ja, jetzt sehe ich Leute, die anstehen. Es ist vielleicht etwas unfair, jetzt Sie das zu fragen, aber ich kenne es häufiger von meinem Umfeld, wenn ich mit Personen über solche Dinge wie Datenschutz und das Recht auf Privatsphäre spreche, dass dann heißt, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich kann ja das offen zeigen. Wie würden Sie jetzt, die sich mit dem Thema etwas befasst haben, wie würden Sie Menschen überzeugen, sich dafür zu interessieren? Ja, das ist auch für viele andere Themen, also ganz allgemein im Datenschutz, eben ein Problem, dass die Leute, ich habe nichts zu verbergen, antworten. Eigentlich, es geht nicht um Sicherheit, es geht um unsere Menschenrechte. Und Menschenrechte sind Alpha und Omega einer rechtsstaatlichen demokratischen Gesellschaft. Also es geht nicht darum, ob ich individuell etwas zu verbergen habe oder nicht. Es geht vielmehr um die Gesellschaft selbst, weil, ja, man kann auch sagen, dass strenge Regeln für die Nachrichtendienste, das bedeuten, dass gefährliche Leute nicht verhaftet werden oder so. Aber ich denke vielmehr, dass strenge Regeln nicht die Verbrecher schützen, sondern vielmehr die Leute, die unschuldig sind. Leute wie Ihnen, wie ich, wie was auch immer, also die meistens Leute. Und meiner Meinung nach geht es darum, vielmehr zu sagen, dass es ist auch eine Aufgabe eigentlich des Staates, uns zu ermöglichen, frei zu sprechen, frei miteinander auszutauschen, ohne überwacht zu werden, auch wenn man den Staat bewegen will oder ändern will. Ja, das ist eine wesentliche Frage, muss ich sagen, aber auch extrem kompliziert. Dankeschön. Danke vielmals für den Vortrag. Diese neue Vorlage, die muss jetzt ja wieder durch das Parlament. Wie schätzen Sie denn jetzt
die Chance ein oder wie sind die Kräfteverhältnisse innerhalb des Parlaments, dass das auch so wirklich dann durchgeht? Weil eben, wie Sie schon richtig sagten, also das jetzige Gesetz ist eigentlich schon eine Katastrophe. Wie ist die Einschätzung, dass das dann auch jetzt nochmal verschlechtert wird? Leider muss ich sagen, aus dem Parlament denke ich, dass es ganz klar angenommen wird, weil es genau eine Sicherheitsfrage sein wird, weil es in der Sicherheitspolitischen Kommission landen wird. Und deshalb und ganz natürlich wollen die Leute sich sicher fühlen, sie wollen sich von gefährlichen Leuten geschützt fühlen, ja. Und ich denke also leider, dass es angenommen wird. Dann ist die Frage, welche Punkte, vielleicht werden einige Punkte rausgelassen. Das ist noch schwer zu sagen, aber ich denke, vielleicht es gibt viele Rechtsanwältinnen im Bundesparlament. Ich kann also schätzen, dass die Sachen zur Überwachung der von Berufsgeheimnis geschützten Personen vielleicht nicht durchkommt, weil da ein Lobby vielleicht sehr stark involviert sein wird. Aber ich denke, die größten Probleme wie bei Erweiterung von GBM auf gewalttätigen Extremismus, das wird wahrscheinlich durchkommen. Danke vielmals. Wir haben noch Zeit für mehr Fragen. Habt Mut, so einen guten Anwalt habt ihr selten so neu. Ja, sonst herzlichen Dank, Florian, ja, für diesen sehr gute Präsentation. Vielleicht noch einen Schlusswort. Ah, ja, dann darfst du sehr gerne. Ja klar, Entschuldigung. Vielleicht ein Schlusswort, ein bisschen weiter als nur juristische Sicht, weil diese Gesetze benutzen ja vage Begriffe, wie gesagt. Und wie schon gesagt, für die Antwort an den Fragen, jede Person will sich gegen Terrorismus oder wegen Extremismus geschützt fühlen. Wir als Menschen sind aber anders, wir befürchten nicht vor den gleichen Sachen. Und da es in diesen Gesetzen keine Legaldefinitionen gibt dieser Begriffe, ermöglicht es jede Person in diesem Gesetz seine eigene Angst hinein zu projizieren. Und deshalb werden auch solche Gesetze immer angenommen. Und das ist vielleicht auch eine Antwort an Ihnen. Deshalb werden sie immer angenommen. Deshalb auch können sie uns aber nur enttäuschen. Und deshalb genau müssen wir uns dagegen wehren und unsere Grundrechte und Menschenrechte aufrechterhalten. Nochmals herzlichen Dank und es war ein sehr verdienter Applaus. Und auch wir von der digitalen Gesellschaft werden in dieser Thematik sicher weiter aktiv bleiben, speziell natürlich dann, wenn es um die Rechnung im Cyberraum, in der digitalen Welt geht. Hier in diesem Saal geht es um 21 Uhr weiter. Der nächste Vortrag läuft unter dem Titel «Prompt entzaubert, wie KI-Floskeln uns manipulieren». Es würde uns freuen, wenn natürlich der Saal wieder so voll wäre wie jetzt. Herzlichen Dank euch und nochmals herzlichen Dank auch dir, Florian. Danke.